Von oben ist sie kaum zu sehen. Und innen drin sieht man erst recht nichts. Gesprengt, verfallen, überwuchert und doch erschreckend real. Unser Auftrag ist, Ihnen einen Ort zu zeigen, der schwer zu erklären ist. Die Wolfschanze ist einer der seltsamsten Orte, die wir je besucht haben. Wir, das sind 9 deutsche und 9 polnische Schülerinnen und Schüler, die verstehen wollen, was hier früher passiert ist, was für ein Schrecken von diesem Ort ausging und was das für uns heute bedeutet. Jadwiga ist genau die richtige Person, die uns helfen kann, denn sie ist im 8 Kilometer entfernten Kętrzyn aufgewachsen. Mit ihr zusammen durchstreifen wir das Gelände. We must remember the dictator made decision to control Europe or about total war here or final solution exactly here. We know that Hitler was staying here total timing more than 800 days, 2 years. Damit hat während der letzten Kriegsjahre mehr Zeit hier verbracht als in Berlin. Hitler came here 24th June 1941. Why that day? Because 2 days earlier, 3 million German soldiers started Operation Barbarossa, which I told you why they coming here. Um möglichst nah an der Ostfront zu sein, ließ Hitler auf einem 2,5 Quadratkilometer großen Gelände in Ostpreußen das Führerhauptquartier Wolfschanze errichten. Manche Bunkermauern sind bis zu 8 Meter dick. Keine Bombe des Zweiten Weltkrieges hätte sie zerschlagen. Die Bunker im Sperrgras 1, im Herzen der Wolfschanze, waren Adolf Hitler und der Führungsspitze des NS-Regimes vorbehalten. Hier fanden Hitlers tägliche Lagebesprechungen statt. Hier empfing er hohe Staatsgäste. For me, even today, this huge construction, it looks like a little surrealistic and human construction, because actually Hitler conduct army from here, and all this, let's say, network connected with this place. In kleinen Gruppen erkunden wir das Gelände. Manche Bunker wirken wie mächtige Tempel, gewaltig und einschüchternd. An anderen Orten wirkt die Wolfschanze fast wie eine unberührte Felsenlandschaft. Es ist total faszinierend, was hier vor sich geht in der Natur. Also sieht alles noch total natürlich aus. Und wenn man halt nicht die Vorgeschichte weiß, würde man denken, hier ist so gut wie gar nichts passiert. Dass zum Beispiel ein Baum einfach hier durchwächst, ist schon irgendwie atemberaubend. Also man könnte gar nicht denken, dass an so einem friedvollen Ort so ein Bunker stand einfach. Das haben wir jednak widać takie głazy wystające, które wydają się spaść lada moment. Wir entdecken einen besonderen Platz. Nach dem Zweiten Weltkrieg räumten polnische Soldaten über 10 Jahre lang die Minen, die die Nazis zum Schutz der Wolfschanze verlegt hatten. Über 54.000 Minen wurden entschärft. Viele polnische Soldaten verloren dabei ihr Leben. Zuerst war ihm gar nicht bewusst, dass hier so viele Minen versteckt waren. Und dass mit den polnischen Soldaten, die hier Leben geopfert haben, davon wird auch gar nicht so viel in der Schule erzählt. Das haben wir auch erst erfahren, also zumindest ich, als wir hier angekommen sind. Mówi się o liczbach na lekcjach historii, gdzie tysiące, miliony ginęło, a tutaj widzimy tak naprawdę jednego czy dwóch żołnierzy i oni lepiej nam to pokazują niż cyferki w podręczniku. Wir befragen Besucherinnen und Besucher. Was empfinden Sie bei der Besichtigung der Wolfschanze? Das gibt mir die Schiffe. Dass die größenwahnsinnig waren, die Burschen alle alleine, wenn ich die Gebäude anschaue. Ja, że Hitlerowi zależało na tym, na jego ochronie i żeby przeżyć, ale nie sądziłem, że aż tak. Że będzie miał ściany grubości 4 metrów i że będzie miał tyle ochrony i aż tak mu zależało na swoim życiu. W tym sensie, że aż tyle podjął pracy, tyle trudu przecież zbudować to wszystko, to też wiele godzin i materiału. I feel like being somewhere where history was made. Ein zentrales Thema unserer Reise ist das Stauffenberg-Attentat. Auf der Informationstafel ist der Ablauf beschrieben. Wir wollen es genau wissen. Auf den Trümmern des Betondaches der Baracke versuchen wir die genauen Positionen der Personen, des Kartentisches und Stauffenbergs Aktentasche mit der Bombe zu ermitteln.
Ich finde, es ist so verrückt, dass so Kleinigkeiten wie, ob das Fenster geöffnet war oder ob die Tasche einen Meter weiter weggeschoben wurde, unsere ganze Geschichte verändern hätten können. So viele Tote, Morde hätten verhindert werden können. Die Wolfschanze hat auch seltsame Gesichter, wie zum Beispiel diesen Souvenirshop, in dem es allerhand zu kaufen gibt. Waffenimitate und vielfältiges militärisches Kinderspielzeug. Also ich finde es teilweise total unpassend, dass hier bei der Wolfschanze im Souvenirshop Granaten ausgestellt werden, so Fake-Waffen und so Gasmasken und so weiter. Also ich finde, das passt überhaupt nicht, weil das soll ja eigentlich kein Touristenort sein, sondern es war ein Ort des Schreckens und damit sollte man sich halt geschichtlich befassen. Auf dem Parkplatz entdecken wir einige Panzer. Wir wollen nachfragen, was es damit auf sich hat. Tym wózem można się przejechać? Można się przejechać. Okej, jak to wygląda? Jeździmy nim na strefę trzecią do największego bunkra kwatery, numer 26. Opowiadamy co nieco, co widzimy po drodze, bo to kwatery dowództwa Wehrmachtu. Dlatego, jeżeli sobie Państwo życzą, może być wjazd na minę, imitowany wjazd na minę. Jeżeli nie, to nie. Oczywiście tam było pole minowe, ale teraz wiadomo, jest rozminowane, 10 lat to zajęło. Ostatnia znaleziona mina 2001 rok, więc nie tak dawno temu, 18 lat. Frontfeeling. Eine Panzerfahrt an einem deutschen Ort der NS-Geschichte ist sicher nicht vorstellbar. Jarosław Stawinski, Offizier der Reserve, ist hier der Chef und erläutert uns sein Konzept. No pracuję, robię to dlatego, bo to jest przede wszystkim historia od najmniejszych lat, to jest moja pasja życiowa. Staram się właśnie młodzieży w inny sposób tą historię pokazać. To nie chcemy jej przede wszystkim zakłamywać, bo historii uważamy, czy uważam, że nie należy interpretować do aktualnych potrzeb, tym bardziej politycznych. Trzeba o niej mówić głośno. Und dann, direkt neben Jarosławs Panzergarnison ein Campingplatz. Wie schläft es sich wohl 100 Meter vom Führerbunker entfernt? Czy wrażenia, ma Pani jakieś wrażenia odnośnie spania tutaj, bo jest to jednak dziwne miejsce? Nie czułam tutaj jakiegoś lęku, obawy, no bo co innego, jakby tutaj było jakieś miejsce mordu, to bym tutaj wolała nie spać, ale... Man muss verstehen. Für viele Polen ist die Wolfschanze kein zentraler Ort der Erinnerung an ihr vielfach erlittenes Leid. Vielmehr ist er ein bizarrer Schauplatz des Krieges. Sie haben weniger Berührungsängste mit der kommerziellen Vermarktung. Ein Besucher bringt es auf den Punkt. Man versucht hier Menschen tatsächlich erst einmal touristisch zu greifen und dann zu informieren. Wir beschäftigen uns noch einmal mit Stauffenberg. 1992 wurde ein bronzenes Gedenkbuch enthüllt, das in polnischer und deutscher Sprache an das Attentat erinnert. Im Gespräch stellen wir fest, dass wir unterschiedlich auf die damaligen Ereignisse und auf die Person Stauffenberg blicken. Ja, also wir kommen ja von verschiedenen Nationalitäten. Das heißt auch, wir lernen verschiedene Dinge darüber. Zum Beispiel die Deutschen nehmen den vielleicht mehr als Helden wahr und die Polen dann natürlich jetzt eher nicht so als Held, weil sie wurden ja sozusagen angegriffen, haben eher so was ganz anderes erfahren wie wir. Na przykład był w wojsku, tak? No wiadomo, dla Polski to, no wiadomo, takie postaci nie są jakieś takie kolorowe. Sam Stauffenberg nie wyrażał się w dobrych relacjach o Polakach, nie miał o nich dobrego zdania, ale myślę, że gdyby ten zamach się udał, możliwe, że wojna by się skończyła wcześniej, możliwe, że nie zginęłoby jeszcze więcej osób. Możliwe nawet, że Warszawa nie byłaby wtedy zniszczona. Wir ziehen noch einmal los und befragen Besucherinnen und Besucher. Was denken Sie über Stauffenberg? Odważny, zdecydowany człowiek, który widział zagrożenie nazistowskie. Czyli uważa pan go za bohatera, czy nie? Zdecydowanie nie, tym bardziej jako Polak powiem, że pamiętajmy, Stauffenberg i jego brat byli nazistami, hitlerowcami. W 1939 wjechali do Polski. Mało kto o tym wie. Dlatego ja uważam, że bynajmniej dla Polaka, i wiem z tego, z rozmów z Niemcami, dla na pewno części Niemców, nie jest to żaden bohater.
diese Verschwörung, die letztendlich zu diesem Attentat geführt hat, hat halt leider nicht diesen Widerhall auch nach dem Krieg gefunden, die es eigentlich verdient gehabt hat. Und ich habe die Befürchtung, dass es so langsam auch wieder ein Stück weit in Vergessenheit gerät. On był jednym z tych nielicznych, którzy próbowali coś w tych strasznych czasach zrobić dobrego w imię dążenia, tak mi się wydaje, do większego pokoju, do tego, żeby szaleniec nie rządził wojskiem niemieckim. Was it important? I mean, the attempt? Yes. I think because it showed that there was a section of the German population who'd had enough of Hitler. 3 Tage haben wir uns mit der Wolfschanze und insbesondere mit der Person Klaus von Stauffenberg auseinandergesetzt. Viele Eindrücke und viele Meinungen kreisen in unseren Köpfen. Mittlerweile sind wir zu einer Gruppe zusammengewachsen. Gelebte deutsch-polnische Freundschaft. Was nehmen wir mit aus dieser intensiven Zeit? Nasza perspektywa jest diametralnie różna. I żeby dobrze zrozumieć tę historię, trzeba również naszą poznać. Ja, ich denke, Meinungen austauschen ist eigentlich das Wichtigste, weil ich glaube, keine Person ist schwarz und weiß, keine Situation ist schwarz und weiß. Und je mehr Sichten man eigentlich erfährt, desto klarer wird dann auch, was wirklich passiert ist. Oczywiście to jest bardzo dobry pomysł, aby razem jak gdyby poznawać tą historię, żeby nigdy nie doprowadzić do tego, co już miało miejsce, w znaczeniu tym negatywnym. Żeby jak gdyby przyszłe pokolenia, te, co będą za nami, nie zarzuciły nam, że czegoś nie zrobiliśmy. Wir verlassen die Wolfschanze und die Weiten der polnischen Masuren. Die Wolfschanze bleibt für uns ein geheimnisvoller, einzigartiger Ort. Ein Ort, an dem Polen und Deutsche mit ganz unterschiedlichen Perspektiven auf die Geschichte schauen. Und vielleicht eine gemeinsame Zukunft beginnen. Wie wir.